In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Ihnen die siebenteilige Stabübung helfen kann, die Strukturkräfte des Raumes differenziert zu erleben. Bisher haben wir bei der siebenteiligen Stabübung darauf geachtet, was im Körper zu spüren. Wir haben im Stab gedacht, ist er senkrecht, ist er gerade. Wir haben aus dem Herzen geschaut und wir haben es als musikalisches Erlebnis durchgeführt. Und jetzt geht es aber auch darum, bei den Stabübungen den Raum zu erspüren, der von außen in uns hereinwirkt. Und da ist es sehr schön, wenn Sie jetzt die Vorbereitung gemacht haben, nach unten, nach oben, und dann in diese Ausbildung des vertikalen Stabes in die rechte Seite gehen, dass Sie dann spüren, jetzt ist so eine Art geometrische Linie da, die da steht, in die sich der Stab einklingt. Sie erleben das Prinzip Linie am Ort des Stabes zwischen Himmel und Erde. Und wenn Sie dann wenden und auf die andere Seite gehen, zumindest mir geht es so, dann erlebe ich jetzt die nächste Stufe davon. Ich erlebe plötzlich eine Fläche, in der mein Stab vertikal steht. Und wenn ich dann ein drittes Mal die Bewegung mache und gehe auf diese Seite und komme hier zurück, erlebe ich nicht mehr nur Linie oder Fläche, sondern habe plötzlich ein räumliches Erlebnis, das sich am Stab zeigt, dass quasi von außen als Prinzip im Stab wirksam wird. Und wenn ich diese Erlebnisse gehabt habe und ich gehe dann zurück und bringe die mit an mich heran, in mir herunter und in mich hinein, dann bleibt ein sehr leichtes, lichtvolles Erlebnis im Körper zurück.